herzlich willkommen bei uns zu Tüfen im Appenzellerland. Ich bin der Werner Gietzdanner. Ich führe den Betrieb zusammen mit meiner Frau, mit der Carola Gietzdanner. Wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb, bildet noch einen Lernenden aus. Wir haben bis 2021 noch im alten Stall mit Köbel gemolken, haben das Futter von Hand angegeben. Wir haben uns entschieden, den Betrieb zu automatisieren, haben einen Melkroboter installiert, plus eine automatisierte Fütterung und einen Spaltroboter. Aber am besten nicht lange schwätzen, wir gehen doch schnell schauen, könnt doch mit. Kommt! Ja, jetzt sind wir hier im Stall rein. Wir haben hier den Melkroboter auf der rechten Seite. Den Melkroboter habe ich mich für den entschieden. Mir war recht wichtig, ich habe vorne schon recht genau gemolken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Dampfgerät auf dem Roboter drauf. Ich habe Zellmessgerät auf dem Roboter drauf. Plus das Bogen strommässig. Gleichzeitig habe ich auch gefunden, ja, dass die Kühe auch alles sauber haben. Was machen wir hier für eine Lösung? Wir haben uns für Spaltenböden entschieden und dann für den Spaltenroboter, der uns eigentlich alle Flächen samt dem Laufhof täglich mehrmals putzt. Als ich dann gehört habe, dass Tölerwall ein neues Fütterungssystem plant, habe ich mich dann ein bisschen bemerkbar gemacht, dass ich da recht interessiert daran wäre, an dieser neuen Fütterung. Ich war recht froh, wo Tölerwall mich als Pilotbetrieb ausgewählt hat. Ich bin zwar noch etwas erschrocken ab dem Aufwand, den das gegeben hat, das Pilotbetrieb. Sämtliche Ideen, würde ich sagen, die ich in der Tölerwald gebracht habe, die sind eigentlich alle umgesetzt worden. Also man hat jetzt den Optiweg, wie er jetzt hier steht, kann sagen, mal, das ist eine super Maschine. Also ich habe verschiedene Routen, die ich abladen tue. Also einerseits habe ich Route 1, die abhalbe Box. Dann habe ich Route 2, wenn ich eine Kuh in der Separation rein habe. Oder die grosse Gruppe, die melkenden Kühe, das ist die dritte Gruppe. Dann die Gallkühe und die beiden Rindergruppen, Gruppe 5 und 6. Da kann ich prozentual eingeben, wie viel Futter von den Optiwagen soll den jeweiligen Gruppen abladen. Also ich schaue das Zahnrädchen an. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Zusammenspiel. Ich sehe auch über die Nacht, dass eben, wenn am Morgen um 3 Uhr Optiweg im Futter ran tut, gehen sofort die Kühe wieder melken. Da würde ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, ich muss eigentlich keine Kühe antreiben. Ich habe letztes Mal einen Versuch gemacht, dem Roboter den Kraftfutterverbrauch zu senken. Also ich finde, für einen Biobetrieb ist das eine optimale Sache, wo nicht mehr viel Kraftfutter geben kann im Roboter. Mit dem Optiweg gleich noch die Kühe kann animieren, dass eine Art laufen. Weil eben, wir haben jetzt zum Beispiel einen freien Kuhverkehr. Und da ist, finde ich, es doppelt wichtig, dass die schön laufen. Ja, das grosse Vorteil sehe ich sicher die Automatisation. Ja, wenn wir eine Arbeitsspitze haben im Sommer, im Heuen, ja, du kannst zuerst das Heu reinnehmen und nachher kannst du eigentlich, wenn du fertig bist mit rein, kannst du noch den Stall machen. Du bist einfach zeitlich nicht mehr so gebunden wie vorher, als im Pfeffi genau musst du melken müssen. Was vielleicht noch ein bisschen war, als wir mit den Kühen in neue Stallien sind. Wir sind im 20. im Herbst sind wir in neue Stallien, haben zuerst noch im alten Stall weiter gemolken und haben einfach im neuen Stall im Roboter angefangen, die Kühe zu füttern. Das habe ich extrem gut gefunden. Die Kühe haben sich schon mal daran gewöhnt. Die Roboter sind immer ein positives Erlebnis gehabt, haben ein bisschen Futter bekommen. Und wo es nachher darum ging, um sie einmelken, ja, da hatte ich schon noch ein bisschen Bammel am Anfang. Ein bisschen gefunden, ja, wenn das nur schon durch wäre. Ich bin positiv überrascht worden. Das erste Mal bin ich an den Kühen zugestanden, habe ein bisschen gestreichelt und gemacht. Und das zweite Mal habe ich schon ein Sandwich gegessen nebendran. Es ist wirklich extrem schnell gegangen. Da bin ich positiv überrascht gewesen. Jetzt habe ich euch auch viel erzählt, aber könnt euch selber schauen. Am 16. April führt mehr einen Tag der offenen Tür durch. Von morgen um 10 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Kommt vorbei, wir haben Festwirtschaft, wir haben eine Hüpfburg, wir haben Lama-Tracking. Kommt vorbei und schaut unseren Stall an. Ich würde euch den auch gerne zeigen. Kommt vorbei.